Die Petra, also für die Petra und für alles. Die Geschichte, wo es bepflanzen, geht folgendermaßen. Meine Frau hat zu mir gesagt, du betrügst mich mit der Flora. Da habe ich gesagt, geh auf, das ist doch eine fette Henne. Die ist so greiflich, dass sogar mein Johannes graut. Versteht sie, in welche Richtung das ist? Dann sagt sie, was willst du mit der Kirsche? Was ist denn an ihrer Box anders als bei meiner? Und deine Lügen bringst du mir echt auf die Palme, das ist die Kresse. Und sie erzählt sofort, was los ist. Dann habe ich gesagt, okay, das tue ich ja. Also habe ich zu meiner Frau gesagt, schau, die Flora hat mich angerufen und gesagt, sie ist wahnsinnig schlecht drauf und hat gefragt, ob ich sie wieder ein bisschen aufpappel. Und ich komme zu ihr hin, sie macht die Tür auf und ich sehe, sie hat lauter Fußgelenkbändchen und Zehenringe. Und dann sage ich, was hast denn du an die Füße alles? Ja, lasst euch Zeit. Manche brauchen ein bisschen. Dann sagt sie, komm rein, aber pass auf, ich habe überall Fallen, denn ich habe Mais. Das hat zum Beispiel in Hamburg gar nicht funktioniert. Da kann man halbartiges Gewächs und Plural von Maus, ich habe Mais. Dann sagt sie, ob ich noch einen Espresso möchte, weil die Maschine gerade noch an ist. Und dann sage ich, nein, da liege ich nachts bloß immer wach, hol der du noch an. Und dann sagt sie, nein, dann sage ich zu ihr, wer sind denn jetzt eigentlich gerade deine Mitbewohnerinnen? Dann sagt sie, Charlotte, Marie, Johanna. Dann sage ich, wo sind die? Dann sagt sie, die wären beim Bonsai. Dann sage ich, wann kommen die wieder? Dann sagt sie, das Cannabis 10 Jahre. Dann sagt sie, wie schaut's aus? Gehen wir, dann sage ich, nein, wir fahren. Und sie sagt, ich soll aber nicht so rasen. Und dann sagt sie noch, wie schaut's denn aus? Soll ich in hohen Schuhen latschen? Und dann sage ich, klar, ich lieb Stöckel. Das ist der beste Frauenschuh. Also komm mal in diese Kneipe, sie bestellt sich Pommes, tut zuerst einmal Ketchup und auch Mayo ran. Und dann bestellt sie sich ein Maß Bier und sagt sie mir, ob ich auch eine möchte. Und dann sage ich, nein, danke, ein Seidel passt. Das hat in Hamburg auch nicht funktioniert. Da habe ich an der Stelle dann auch gefragt, wie bringe ich das den ganzen Saal bei? Sind schon ein paar Feinspitze unter euch. Dann sagt sie zu mir, ob ich auch ab und zu ein Lotto spiele. Und dann sage ich, nein, ich kaufe bloß ab und zu in der Herbstzeit Lose. Außerdem habe ich im Spiel kein Glück, wenn ich zum Beispiel Roulette spiele, dann kommen immer schwarze Zahlen, während ich für rote bete. Und dann sagt sie zu mir, ob ich ein Geld brauchen kann. Dann habe ich gesagt, das ist das Gleiche, wie wenn du einen Zug fragst, Auberginen braucht. Dann sage ich, möchtest du mir eigentlich was durch die Blume sagen? Dann schaut sie mir an, genau in die Iris. Und sagt, ich habe 5 Millionen im Lotto gewonnen. Dann sage ich, fang mir auf. Efeu. Sag ich, was tust du jetzt? Sagt sie nix, jetzt Chili. Einen Teil davon gebe ich meinem Stiefmütterchen. Und einen anderen Teil gebe ich an gute Freundin. Habe ich gesagt, vergiss meinen nicht. Dann sagt sie, ich kann meinen Teil sofort haben, ich brauche bloß mit ihr in ihr Bett hopfen. Dann sage ich, sowas tue ich nicht, dann sei der Goldregen noch so groß. Dann sagt sie, ich soll es aber doch probieren, weil ihr Moos duftet nach Röschen und sie ist im Bett ein fleißiges Lieschen. Dann habe ich gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn da keine Liebe im Spiel ist, dann kann ich sowieso bloß eine Zwergpalme bieten oder einen Gummibaum. Dann sagt sie, ich sei feige. Dann sage ich, Kreuz, Birnbaum und Hollerstauden, jetzt bist du aber still. Dill.
Manchmal sind einfach Männer treu und dann muss man sie in Ruhe lassen. Da verdienst du keine Lorbeeren, keine Kette mit der, keine Lorbeeren mit der Kette. Ne? Dann sage ich, außerdem bin ich mit der schönen und intelligenten Frau verheiratet, sie ist sogar Dr. Ing. Dann sagt sie, Ing wer? Also bin ich flocks aufgestanden und bin gegangen und hat es mir nachgerufen, jetzt Flieder. Also habe ich zu meiner Frau gesagt, schau, ist gar nichts passiert, anderen Pfirsich. Also sei quasi so eine Mimose. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus mit unserem Hund. Gehe ein bisschen spazieren. Unser Hund, der heißt Basili. Und dann habe ich gesagt, Basili, komm. Geh bei Fuß. Und kack den Gehsteig nicht so voll. Dann haben wir unterwegs noch einen Polizisten getroffen, da habe ich im Übermut zu ihm gesagt, sind Sie eigentlich immer grün? Dann sind wir ein bisschen ins Ratschen gekommen, hat er mir noch so von seinem Leberleiten erzählt und erst dann ist mir aufgefallen, der hat eine ganze gelbe Rübe. So, und dann komme ich heim, und dann macht meine Frau die Tür auf und gibt mir einen Hibiskus auf meinen Adamsapfel und sagt, hier zünden mir jetzt ein paar Kerzen an. Dann gibt es einen wilden Wein. Dann komme ich nackt die Lavendeltreppe runter und wenn du meine Pflaume siehst, dann wird sie deine Zwergpalme Baldrian. Und so war es auch, weil Liebe im Spiel war. Und das ist die Moral von der Geschichte. Wir wachsen alle an der Liebe. Vielen Dank.